Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Forest Village. Eine neue Aufnahmesession mit weiteren Folgen hier in Synapsia Village. Habe ich es so genannt? Synapsia Village heißt es, genau. Hat er nicht gelogen. So, jetzt muss ich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Nach den Runden Tropico, wo ich die Steuerung schwierig finde. Ja, es geht. Ist ein bisschen empfindlich. Habe ich das so eingestellt? Ganz kurz. Die drehe ich mal ein bisschen runter. So. Spiel fortsetzen. Ah, besser. Ja, das ist gut. Ja, es kamen einige Updates in der Zeit, wo wir zuletzt gespielt haben mit Forest Village. Es gab neue Dekorationen. Es gibt jetzt kleine Schilder und Big Pointer. Haben die es nicht übersetzt? Straßen? Okay, das sind also Straßenschilder sind hinzugekommen, sind anscheinend noch nicht übersetzt worden. Es gibt Steintorbögen, Steinpfeiler und solche Sachen, um das Dorf halt einzugrenzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Umranden von dem Dorf was bringt. Also ob wir da praktisch uns vor Tieren schützen können, die zum Beispiel hier unsere Hühnerfarm bedrohen, wenn man so will. Das weiß ich nicht so genau. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir haben hier das Hospital gebaut. Ist nicht notwendig, weil es ist niemand krank. Wir haben die Bäckerei, die hat schon länger gebacken. Wir haben eine Schule. Eine Schule haben wir auf jeden Fall. Irgendjemand hat gesagt, dass mit dem Bäcker wäre schwierig. Man könnte irgendwie, wie war das denn, Obstkuchen und der braucht nur 1,5 Minuten. Nee, Fleischpastete soll ich machen. Mit Fleisch, mit Mehl. Und, ja, habe ich denn Mehl? Nee, habe ich ja gar nicht. Dazu müssen wir erstmal eine Mühle bauen. Das heißt, das nächste Ziel, wird sein... Ach, Moment. Das ist ja Fischauflauf, ist ja Quatsch. Brot, Minjas, Brot. So, macht Brot. Das nächste Ziel wird sein, eine Mühle zu bauen. Um mit dieser Mühle, Mehl herzustellen. Wo sind wir denn? Wir sind im Vorfrühling. Wir sind noch bei minus 1 Grad. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch keine auf die Felder schicken. Den Sammler brauchen wir nicht. Und ich muss mich erstmal wieder ein bisschen orientieren. Okay, wir machen nochmal auf Warp 2. Das, was den Minusgraden rauskommen. Jetzt ist 0 Grad. Sehr gut. Warp 1. Sammler, weiß ich nicht. Soll ich es einsetzen? Ich mache erstmal die Felder, dass wir da zu Rande kommen. Also, wir haben zwei, die nicht tätig sind. Die Fischer lassen wir übrig. Es kam übrigens Theorien, da muss ich gerade mal Pause machen. Es kam übrigens Theorien, dass dieser wenige Fisch daran liegt, dass das Spiel die Nahrungsmittel von links nach rechts verbrauchen würde. Deswegen wird es so sein, dass der Fisch als erstes aufgebraucht wird. Und man kann eigentlich das Meer nicht überfischen. Boah, ist hier gerade neblig. Wird auch gerade wieder Nacht. Das wäre die Theorie, dass der Fisch einfach runtergeht, das Fleisch jetzt mehr wird und so weiter. Das ist die Theorie. Weiß ich nicht, ob es so ist. Ob sie es vielleicht noch ändern, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall kam das so. So, es kam gerade im Chat, kam gerade mehr Jäger pro Jagdhütte. Nein, mache ich nicht, weil der Tierbestand sich nicht erhöht. Der wird praktisch ausgerottet und dann geht es überhaupt nicht weiter. So, ich wollte mal ganz kurz hier Pause machen, um die einzelnen Arbeiter umzusetzen. Ich ziehe die jetzt mal hier bis auf 2 aus der Mine ab. So. Und Stein 512. Ist doch Stein hier, oder? Ja. Dann brauchen wir noch einen weniger. Es war doch das hier, war doch Stein, ne? Ja. So, dann besetzen wir die Felder. 1, 2, 3, 4. Jetzt habe ich das Fenster schon wieder zugemacht. Eieiei, Minjas. So, die Obstbaumplantagen. 2. 2. Wir haben noch 4 frei. Ein Kartoffelheld. Moment. Flachs. Kartoffeln. Flachs. Für die Klamotten. Ja, machen wir dies Jahr, machen wir Flachs. Oder wollten wir irgendwie Stroh herstellen? Das hat man schon, gell? Okay, machen wir Flachs. Machen wir keinen Flachs hier. Und dann machen wir hier noch ein Feld mit Weizen.
Ja, sollten wir tun. Das ist doch hier Getreide, gell? Das gilt dazu. Ja. Wenn wir bald die Mühle bauen, brauchen wir das auf jeden Fall. Gut. Was mir jetzt gerade auffällt, wir haben ein Kartoffelfeld, noch ein Kartoffelfeld. Ja, das passt so. Das ist krass, wie man in dieses Spiel wieder reinkommen muss. Mir geht's echt so, dass ich immer wieder so einen kurzen Moment brauche, wenn ich gerade länger nicht aufgenommen habe. Ich habe jetzt sehr lange nicht aufgenommen. Wir haben jetzt gerade Sonntag. Die Leute sind im Chat und gucken zu. Hallo da draußen. Und ihr seid auf YouTube und guckt gerade die Folge. So, ein Krankenhaus hat man doch auch gebaut, oder? Nicht ein Krankenhaus? Ah, das war das hier, genau. Was hat man noch gebaut? Eine Schule hat man gebaut, oder nicht? Nee, ein Hospital? Doch, eine Schule. Und genau, das war, glaube ich, die Schule war mit das Letzte, was wir gebaut haben. Hier gehen die Jugendlichen hin und die sind jetzt viel effektiver. Die arbeiten jetzt hier. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Glaubt gar nicht wie. Macht so einen Spaß. Ich mache mal ein bisschen langsamer. Ein bisschen mehr Ruhe hier reinbringen. Die Sammler haben wir noch nicht eingesetzt. Machen wir jetzt so. Und. Und Jung. Gleich 0. Ein Bauarbeiter. Wobei, lass mal auf 2. Wo können wir noch einen abziehen? Klamotten haben wir, Werkzeuge haben wir. Okay. Gut, Ziel ist es jetzt, eine Mühle zu bauen. Warte mal, was haben wir denn an Förstern eingesetzt? Haben wir auch alle. Das sind die, die Brennholz machen. Da können wir mal einen abziehen. Und dann setzen wir den hier für den Sammler ein. So. Jetzt haben wir die besetzt. Das ist die Kräuterhexe. Da haben wir genügend Kräuter. Das passt. Wir haben auch ein Krankenhaus. Also wenn jetzt alles schief gehen sollte, dann... Ne? Oh, dieses Jahr gibt es kein Obst. Das ist schlecht. Haben die Bäume reduziert? Die haben die umgehackt. Wenn ihr im wahren Leben überlegt, wie alt so ein Apfelbaum werden kann, oder? Also. Ich will mal die Musik gerade einen Zacken leiser machen. Irgendwie ist die heute so laut. Kam auch der Hinweis, ich soll andere Musik einbauen. Habe ich gelesen, habe ich verstanden, habe ich noch nicht umgesetzt. So, die Schreinerei macht Werkzeuge immer auf 60. 65. Und hier ist, warte mal, dann ziehe ich den mal ab. Und, nee, brauchen wir nicht. Wenn wir keinen Flachs haben, ist das Quatsch. Lass mal so. Gut, wir haben 2, die bauen können. Das heißt, wir haben keine Obstfelder. Das wird echt kritisch, ne? Gut, wir haben ein Krankenhaus, wenn alles schief gehen sollte. Ich will eine Mühle bauen, damit wir statt Brot Fleischpastete machen können. Kam nämlich auch als Tipp in den Kommentaren. Jetzt kann ich es endlich umsetzen. Und das tun wir auch. Mühle. Wo ist sie? Ist es hier? Ist es da? Da. Mühle. 290 Holz. Da haben wir ein bisschen Probleme. 150 Stein haben wir. Wir haben den Lehm haben wir dazu. Boah, die Mühle ist echt groß. Würde die sich gut neben Feld machen? Ich will noch Rinderzucht ansetzen. Da müssen wir auch noch Platz schaffen. Ich würde sagen, die können wir dann hier so hinbauen. Oder hier nach Norden. Dann machen wir die Mühle mal. Können wir die hier hinsetzen? Hier ist irgendwie nichts gerade, ne? Alles hubbelig. Warte mal, wenn der Weizen kommt, geht er hier rein, oder? Korn? Ja, geht hier rein. Ich glaube, ich mache die Mühle hier hin. Auf die Ecke können wir eh nicht viel machen. Und hier können wir es auch direkt bauen. Jetzt sehe ich wieder nichts. Jetzt ist es dunkel. Ich krieg die Krise. Wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Okay, dann in die Richtung. Okay. Kommt die Mühle hier hin. Oder wir setzen sie direkt hier dran. Geht nicht, weil Welle im Boden. Dann setze ich sie doch hier hin. So. Und da ist wellig. Und da und da und da und da und da und... Aber da muss der Bäcker so lang laufen, ne? Hier ist das Haus, da ist der Bäcker. Können wir es hier dazwischen setzen? Passt alles nicht, ist alles zu groß. Hier oben ist meine... Moment, wo ist die Backstube? Hier ist die Backstube. Wieso können wir hier nicht bauen? Weil hier der Jäger sitzt.
Könnte ich denn, wenn ich das Ding abreiße? Nö. Weil es insgesamt einfach zu groß ist, das Ding. Und hier kann ich es nicht bauen, weil da nicht. Okay, dann sind die Wege doch weiter, ne? Ja, dann ist das so. Die bringen ja wahrscheinlich das Mehl sowieso erstmal hier in die Scheuer rein. Und dann geht's zur Bäckerei, dann baue ich das doch hier hinten. Scheiß drauf. Also wenn ich mal ein neues Spiel anfangen sollte, dann würde ich da ein bisschen anders planen. So. Zack. Zack. So, es fehlt eigentlich nur das Holz. Aber das wird kommen. Und die haben immer noch kein Licht reingemacht in dieses Spiel. Das ist wirklich... Das ist wirklich schändlich. So. Das ist so weit? Die Mühle hat ja echt einen riesen Ausleger. Gut, also. Mehl wandert hierhin. Nein, erstens Lagerhaus. Vom Lagerhaus zum Bäcker. Vom Bäcker da rein. Quatsch, von der Mühle zum Dings. Das Lagerhaus zurück, ab zum Bäcker. Also ist es eigentlich wurscht. Mal gucken, wie das Ganze so entsteht. So, ich muss jetzt ein paar Bäume mal zum Abholzen deklarieren. Genau, das ist nicht Abholzen, Minjas. Forsthaus, dann war es doch das hier. Nö. Bin doch echt dämlich hier. Holz sammeln, genau. Das Ding kommt weg. Du bist schon groß und darfst sterben. Du darfst sterben. Problem ist jetzt, ich habe jetzt keine Leute, die keinen Job haben. Das ist immer erstmal grundlegend gut, aber sie werden das Zeug nicht abbauen, sofern sie nichts zu tun haben. Können wir dann irgendwo noch jemand abziehen? Ja, hier. So. Der wird dann zumindest Holz holen. Der Baum wird sowieso gefällt. Den können wir fällen. Den können wir fällen. Du gehst weg. Boah, es sind voll die Tiere hier. Na, ihr zwei? Na, ihr Hübschen. Screenshot. Oh, oh. Traute Zweisamkeit. Plus ein Jäger. Stört dich gar nicht, gell? Hat er einfach umgehackt. Der Arsch. Mann, Mann, Mann. Wir waren gerade am Kuscheln, ja? Kommt der Jäger von hinten. Tot. Unmenschlich. Ja, kein Obst, ne? Das ist echt, das ist schwierig. Aber den einen Winter sollten wir überleben. Gut, wir brauchen mehr Holz. Haben wir denn überhaupt die ganzen... Ja, haben wir. Wir haben 4, oder? Once. Mit einem Dorf ein. 3. Tja, eigentlich bräuchte man noch ein mehr, da nochmal Holz besorgt. Okay, ich lasse mal alles auf Warp 5 laufen. Wir gucken einfach mal. Ja, es gibt nur 2 Songs in diesem Spiel, nämlich Da-Da-Da-Da-Da und das andere Lied. Beide sehr schön, wie ich persönlich finde. Es kommt immer mal wieder in den Kommentaren und in den YouTube-Videos. Das geht mir voll auf den Geist, diese Musik, total ätzend. Ich find's gut. Von daher, deal with it, wie man so schön sagt. Komm mit klar. Man kann auch andere Musik reinmachen. Ich habe mir das angeguckt. Die Musik liegt im OGG-Format im Spielordner. Ogg Vorbis. So, die markiere ich auch noch zum Abbauen. Und, ja, könnte man ersetzen. Ich brauche nur entsprechend passende Musik, weil wenn die so schön ruhig und ausgeglichen ist, die Musik, braucht man auch entsprechend ruhige Tracks, die man da irgendwie einbauen kann und wo die GEMA nicht gleich durchdreht, wenn ich hier das nutze auf YouTube. Muss ich mal meine Seiten durchgucken. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es in die Kommentare für Musik, die zu dem Spiel passt. Irgendwas Chilliges. So, Problem ist jetzt, dass hier wahrscheinlich Holz massiv fehlt, oder? Warte mal. 109, das heißt, es fehlen rund 190, naja, sagen wir mal 180 Stück Holz, 161.
Boah, die müssen noch viel fällen. Ich glaube, das machen die auch. Also wie gesagt, wenn ihr Musiktipps habt, ruhige Musik, irgendeine Playlist, bitte GEMA frei. Aus irgendwelchen Linksseiten und passend und ruhig zum Mittelalter und diesem Spiel. Das wäre super. Bin ich dankbar für Tipps. Da haben wir den abgehackt. Die ganzen großen Bäume haben wir schon erwischt. Ich weiß nicht, diese ganzen kleinen. Sag mal, bist du dämlich? Wieso hackst du denn den Baum weg? Der ist doch viel zu jung und klein. Habe ich das mal markiert und bin irgendwie... Das ist ein Pilz. Und gesammelt. Okay, also es kommt gerade der Hinweis, dass diese Umrandung von einem Dorf vor wilden Tieren schützt. Das Thema ist, ich entwickle mich ja noch und die im Moment schützen es die Jäger. Und das nächste Thema ist, was kostet denn sowas? 6 Holz. Im Moment, wenn ich jetzt überlege, 15 Holz pro... Wie groß ist das? Hier, so ein kleiner Abschnitt. Wenn ich jetzt mein Dorf umranden will, brauche ich so viel Holz. Das wird nichts. Das wird nichts mit dem Holz. Da müssen wir erstmal, brauchen wir erstmal hier für den Bau. Ihr seht ja, wir brauchen hier noch 120 Holz. Wir haben gerade 9. Brauchen noch viel mehr Holz. So, wie weit sind denn die Felder? Wo sind wir denn überhaupt? Spätes Frühjahr? Naja, jetzt ist noch Zeit. Bei 50% mache ich den Abbau-Button. Ich glaube, Flachs könnte ich schon fast viel früher machen. Weiß man nicht. Oh, guck mal, meine Hühnchen hier. Fast voll die Hütte. Bald gibt es auch noch Hühnchenfleisch, weil ich habe gehört, wenn die... alle Tiere umsiedeln und so weiter. Wenn die voll sind, also wenn hier praktisch die Hühnchen auf Maximum sind, dann schlachtet er mir jedes weitere Hühnchen. Dann haben die hier mehr zu essen. Okay, den Flachs könnte ich fast schon, oder? Naja. Wir lassen mal ein bisschen Zeit. Das ist Lager vielleicht voll. Wie sieht es hier mit dem Weizen aus? Auch okay. Also bis die Mühle entsteht, das dauert. Jetzt schläft nämlich die Baustelle ein. Okay, die können noch Stroh hinbringen. Das kommt jetzt noch. Stein und Erze kommen auch noch hin. Haben wir aber genügend, aber Holz haben wir nicht genügend. Okay. Guck mal, hier hängt die Wäsche draußen. War das schon immer so? Das ist doch neu, oder? Sag mal, ist das neu? Was ist das? Ein normales Haus. Mir vorher nie aufgefallen. Normales Haus. Habt ihr auch Wäsche vor der Tür? Ja, da, hier. Tatsächlich. Aber anscheinend nicht hier. Doch, die haben alle an derselben Stelle ihre Wäsche vor der Tür. Und alle die gleichen Klamotten. Ist ja komisch. Ist auch neu, meine ich. Haben sie innen was in den Häusern schon reingemacht? Nee, gell? Nee. Leider noch nicht. So, wie weit sind wir hier? 232. Komm, das langt. Hack das Feld ab. Und danach machst du... Gras. So. 208. Das lassen wir noch ein bisschen wachsen. 672. Hier gibt es kein Obst. Das wird das nächste Jahr wieder was. Jetzt sind beide Felder synchron. Nicht alle gleich, die Wäsche? Nein, habe ich mich geirrt? Ach, tatsächlich? Guck mal hier, hier ist so eine richtige Wäscheleine dran. Das ist ja schick. Das ist ja richtig schick. Wo vorne ist ein rotes? Das ist gespiegelt in dem Fall jetzt hier. Schwarz, schwarz? Schwarz-blau. Nee. Guck mal, die haben es unterschiedlich eingefärbt. Cool. Boah, wenn sich dieses Spiel noch so richtig weiterentwickelt, ich bin verliebt in dieses Spiel. Cool. Licht. Die sollen Licht reinblinken. Wir machen eine Petition. Licht für Bürger. Mal gucken.
700. Ich glaube, hier können wir mal abbauen, ne? Frühsommer. Ja. Wir sagen hier abbauen. 237. Und auch du baust deine Kartoffeln ab. Diesmal sind wir richtig im Frühsommer früh dran. Dafür kriegen wir vielleicht das Feld leer. Mal gucken. Wenn ich zu früh gedrückt habe, dann habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich glaube nicht. Den Weizen lasse ich noch ein bisschen wachsen. Da ist noch was dran. Cool mit der Wäsche. Gefällt mir echt gut. So kleine Details, die das Ganze ein bisschen belebter machen. Oh, guck mal hier, das Holz ist fast da. Yay. Wie super. Haben die ganzen Bäume weggemacht? Ach, die ganzen Bäume sind weg. Fleißige. Fleißige Arbeiter. Die Türen sind verziert. Stimmt. Guck mal, eingefärbt. Die Eingänge von den Häusern. Le Bleu. Und eine Rune oben drüber. Tatsächlich. Cool. Ja, das sieht schön aus. Guck mal hier, das sieht doch richtig super. Ich freue mich, dass dieses Spiel sich gut entwickelt. Der Hafer reicht nicht für die Tiere. 412 Hafer reicht nicht für die Tiere. Was? Weißt du was? Dann setzen wir hier nochmal schnell Hafer an. Vielleicht schafft er das ja. Mal gucken. Also ich hoffe, es reicht. Ich weiß, dass das Obst nicht reicht. Skorbut-Hype. Weil die Bäume ja alle kaputt sind. Also, ne? Vermeintlich. Gut, wir gehen auf Warp 1. Wir speichern. Aktuelles Spiel speichern. Speichern. Wir speichern das Spiel ab. Hoffen, dass es nicht abstürzt. Aber die haben sehr viele Fixes gemacht, dass das Spiel nicht mehr abstürzen soll, angeblich. Es ist nicht abgestürzt. Ich drücke auf Pause und verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.